Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Feingemacht, der Podcast. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er die weite Reise aus Düsseldorf hier angetreten hat. Er ist, ja, ich habe ihn Hairfluencer getauft, weil er ist ein Hairfluencer. Er ist Friseur, er ist TikToker, er hat wahnsinnig viel Humor. Er hat die schönsten Haare Deutschlands, würde ich sagen. Er ist ein Mann, er schminkt sich, er sieht fantastisch aus und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dominik Thiumen. Hi. So, lieber Dominik, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch TikTok, weil du machst ganz coole TikTok-Videos. Und weil dein Intro so geil ist, stell dich doch bitte selber nochmal so vor, wie du es auf TikTok machst. Das muss ich jetzt tun, okay. Hi, mein Name ist Dominik, ich bin seit 10 Jahren Friseur, ich habe meine Ausbildung bei Toni und Guy gemacht, ich bin Redken-Artist und bin Expert-Colorist im Hause Sassoon. Und deine Haare, das erste, was mir aufgefallen ist bei deinen Videos, sind deine fantastischen Haare. Darf ich die mal anfassen? Ja. Gott, die sind so weich, das ist der Hammer. Das Ding ist, also für alle, die den Dominik noch nicht kennen, der Dominik macht auf TikToks Haircare-Videos, also du sprichst quasi über das Thema Haarpflege und schminkst dich dabei. Ja. Und das finde ich so interessant, weil du verkaufst jetzt nicht wie andere Influencer irgendwie Make-up und stellst das vor und sagst, oh, das ist voll toll, das müsst ihr probieren, sondern du machst das irgendwie so easy aus dem Handgelenk, du schminkst dich und redest dabei ganz offen und ehrlich, schon ein bisschen provokant zum Teil, über das Thema Haarpflege, Friseur, vielleicht auch große Fehler oder Mythen, die es so gibt. Warum hast du denn damit angefangen? Warum machst du das? Interessant, ich mache keine Werbung, aber ich sage schon, wenn ich was gut finde. Gut, viele Fragen ja dann auch. Ja, viele Fragen auch. Mhm. Warum ich damit angefangen habe, ich wollte nie in dieses TikTok-Haar-Game reingehen, weil es einfach schon ein riesen Angebot gibt. Und eigentlich wollte ich auch meinen TikTok nicht verseuchen mit diesem Content, weil wenn man einmal quasi die Büchse der Pandora öffnet, dann gibt es kein Halten mehr. Also jetzt bin ich drin, jetzt bekomme ich nur noch diesen Content und das wollte ich nicht. Aber du bist ja mega erfolgreich. Also man muss ja sagen, du hast in 4 Wochen jetzt 15.000 Follower bei TikTok gewonnen und die Leute flippen total aus, was du da machst. Wahr. Das stimmt. Ich wollte eigentlich noch zum Punkt kommen, zur Beantwortung der Frage. Es ist so, dass ich dann doch irgendwann diesen Content gesehen habe, weil meine Kundinnen mir gesagt haben, hey, guck mal, da gibt's diesen anderen Creator und der gibt ganz tolle Tipps. Und der hat eine Sprechstunde online. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, ach, da würde ich eigentlich gern was zu sagen. Aber dann muss ich ja diesen Content machen. Und dann irgendwie konnte ich mich dann nicht mehr zurückhalten. Ich habe es einfach gemacht. Also das ist ja das Ding wie bei mir. Also wir haben ja beide einen ähnlichen Friseur. Du schneidest Menschen die Haare, ich schneide Hunden die Haare. Ja. Und es gibt ja auch in der Hundefriseurbranche so unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen. Und das wird wahrscheinlich bei Menschenhaaren genauso sein, ne? Meinungen sind halt keine Fakten. Das ist, das ist definitiv was, was Leute irgendwann hoffentlich lernen. über Fakten kann man sich nicht streiten, weil da gibt es nur falsch oder richtig. Man kann Fakten immer auch interpretieren, aber... Es gibt nicht so viel Spielraum, wenn es um die Wahrheit geht, finde ich. Wir waren ja gestern beide bei der Eröffnung eines Restaurants und Champagnerbar in Düsseldorf. In Köln war ich. Ach, in Köln. Ach, ja. Stimmt, ja. Siehst du, so verwirrend war das schon, dass ich nicht mal weiß, in welcher Stadt. Köln war die Eröffnung. Und da haben wir uns ja eigentlich so richtig kennengelernt, das erste Mal, ne? Das stimmt. Wir sind auch so spontan. Ich habe dich angeschrieben, habe gesagt, hier, Dominik, hast du Bock zu kommen? Und dann habe ich dich damit eingeladen, zu dieser Eröffnung von dieser wahnsinnigen Champagnerbar. Genau. Wo es ein Champagner kostenlos gab. Einen. Und dann musste bezahlt werden. Fand ich auch. Und es gab auch sonnengeküsste Austern am Eingang. Ja, das war so. Die konnte man allerdings schon... Ein kleiner Sidekick war das. Vorher. Es war aber sehr interessant, die ganzen Menschen da zu sehen. Ich finde solche Veranstaltungen ja immer ganz cool. Und dann sind wir ja aus Köln zurückgefahren, 2 Stunden mit dem Auto.
Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann hast du mir erzählt, und das fand ich sehr ehrlich und offen von dir und auch sehr beeindruckend, dass du adoptiert bist. Und hast mir so ein bisschen von deiner Lebensgeschichte erzählt. Das finde ich so krass, wenn Menschen das sagen. Also, dass sie es A, wissen, dass sie adoptiert sind. Das ist ja schon mal was nicht Übliches, weil viele Kinder das gar nicht wissen, dass sie adoptiert sind. Und dann hast du ein bisschen von deinen leiblichen Eltern erzählt. Und diese Geschichte finde ich einfach so krass, dass du eigentlich ein Glückskind bist, dass es so passiert ist. Ja. Wie es passiert ist. Magst du ein bisschen was erzählen, weil ich finde das super spannend. Du bist mit 3 Tagen adoptiert worden. Ich bin mit 3 Tagen adoptiert worden, genau. Meine leibliche Mutter hatte schon ein Kind, meine Schwester, Rebecca heißt die. Die hat sie mit 16 bekommen. Ich kam damit, als sie 19 war. Und ja, offensichtlich war sie natürlich überfordert, hat das Kind aufgegeben. Es gab auch eine Suchterkrankung, die da vorlag. Und ich hatte dann halt tatsächlich das Glück, von Eltern adoptiert zu werden, die mir einfach ein normales Leben ermöglicht haben. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen. Für mich gab es keine andere Familie. Wann hast du das denn erfahren, dass du adoptiert wurdest? Ah, das ist eine witzige Story. Und zwar habe ich eine schwangere Frau getroffen, als ich ganz klein war. Und dann habe ich natürlich meine Mutter gefragt, Mama, war ich auch in deinem Bauch? Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann hat das so ein paar Tage bei mir gedauert, bis ich drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich sie dann gefragt, warum eigentlich nicht? Und dann hat sie mir gesagt, dass nicht jede Mutter ihr Kind unbedingt im Bauch haben muss. Geil. Und das habe ich halt verstanden. Und dann bin ich dann in den Kindergarten gegangen und habe alle gefragt, war dein Kind auch nicht in deinem Bauch? Oh. Ja. Ist natürlich, also du warst schon ein sehr neugieriger Mensch als kleiner Junge. Aber meine Eltern haben es halt sehr verantwortungsvoll und sehr sensibel auch an uns rangeführt. Ich kann mich noch erinnern, es gab dieses Kinderbuch, was uns vorgelesen wurde, meiner Schwester und mir. Ich habe noch eine Schwester, die ist auch adoptiert. Die ist die Tochter von einer Schulfreundin meiner Mutter. Also Patchwork Plus sozusagen. Und wir hatten so ein Kinderbuch, das heißt irgendwie der Finnfuchs oder so. Das ist so ein gängiger Klassiker für adoptierte Kinder eigentlich, wo es darum geht, dass halt ein Fuchsbaby adoptiert wird. Ich entweder von einer anderen Fuchsmutter oder meinetwegen von irgendeinem anderen Tier. Also es war eigentlich so ein sehr verwandtes Konzept, was ich als Kind dann schon kannte. Ja. Also ich finde das toll, weil ich ja eine ähnliche Geschichte in meinem Leben habe. Meine 2 Halbbrüder sind auch meiner Mutter damals weggenommen worden zu DDR-Zeiten und auch in die Zwangsadoption gegangen. Und ich habe meine Brüder erst nach ganz vielen Jahren wiedergefunden. Und das ist einfach so total irre. Ne? Und ich wusste das zum Beispiel gar nicht, ne? dass ich noch Halbgeschwister habe. Sieht die gleich aus? Meine Geschwister null. Und ich sehen alle gleich Echt? Aus. Das ist super erschreckend. Ich habe meinen jüngeren Bruder irgendwann kennengelernt. Nie live getroffen, aber wir haben uns irgendwie über FaceTime unterhalten. Es ist einfach krass, wir sehen einfach gleich aus. Er kann seitlich abstreiten, ne? Meine jüngere Schwester sieht aus wie ich, wir haben alle die gleichen Augen. Der Witz daran ist, wir haben alle unterschiedliche Väter. Und wenn du mich so sehen würdest und mich neben meinen leiblichen Vater stellen würdest, dann würdest du sagen, wir sehen tatsächlich gleich aus. Der hat auch lange Haare. Ach, cool. Und so Locken graumeliert. Mein Vater war tatsächlich echt ein wunderschöner Mann, muss man echt sagen. So troubled und kompliziert, wie er halt auch war. Ich kenne ihn nicht, ich weiß sehr viele Dinge über ihn von anderen. Aber, also das muss man echt sagen. Okay. Ist schon krass. Du bist ja, wenn man dich so sieht, eine wahnsinnig tolle Erscheinung. Ich finde dich bildhübsch. Du hast als Mann lange Haare.
Ich sag immer, du könntest so ein 70er-Jahre-Rockstar sein oder du könntest den Legolas in Herr der Ringe spielen. Du schminkst... Ja, nein, ohne Witz, ja. Vielleicht ein bisschen von beidem. Ja. Stell dir mal Legolas mit so einer 70er-Jahre-Dauerwelle vor. Mit Nagellack. Geil. Also, falls ein neuer Teil von Herr der Ringe gedreht werden soll, ich könnte den Dominik empfehlen. Ich bewerbe mich hiermit offiziell. Ja, super, aber nur, wenn du Nagellack tragen darfst. Alter, wie geil wäre ich in die Ringe der Macht oder so. Super. Also du bist ja als Erscheinung, wenn man dieses klassische, hatten wir heute Morgen bei mir, ne? Du hast ja bei mir übernachtet, hatten wir ganz kurz angerissen, dieses klassische 50er-Jahre-Denken, wie ein Mann auszusehen hat, wie eine Frau auszusehen hat. Oder was bedeutet männlich, was bedeutet weiblich. Und du bist ja nun, wenn man mal den Otto-Normalverbraucher-Mann siehst, ja wirklich nun das Gegenteil. Ne? Also du hast als Mann lange Haare, du schminkst dich. Ja. Du bist, hast sehr viele, ich sag mal, wenn man jetzt vom klassischen Sinne ausgeht, weibliche Züge. Bei mir ist das umgedreht. Ich habe als Frau kurze Haare. Ich habe einen sehr maskulinen Anteil. Ne? Ich bin jetzt kein Kleidchen-Typ, hatten wir ja gestern bei der Party auch, ne, wo du gesagt hast, ja, im Kleid würdest du auch scheiße aussehen. Ich so, oh, danke für das Kompliment, Dominik. Ist unsere Gesellschaft heute, wie wir hier sind in Deutschland, schon bereit für sowas oder bist du noch komisch angeguckt? Das kommt drauf an, wo du bist, glaube ich. Ich denke... Also klar, in deinem Job ist das, glaube ich, kein Thema. In meinem Job ist das kein Thema und ich habe auch kein Problem, durch die Düsseldorfer Altstadt zu laufen. Hm. Ich denke, dass es keinen Ort in Nordrhein-Westfalen gäbe, wo ich nicht so sein könnte, wie ich bin. Hm. Selbst in meinem kleinen Örtchen, wo ich aufgewachsen bin, wäre das bestimmt kein Problem. Ich denke, Deutschland als Gesamtes hat ja so eine große Diversität an Kultur. Auch was so kulturelles Christentum und sowas angeht. Da rede ich nicht von echten Christen, sondern ich rede von kulturellem Christentum. Mhm. So im Süden. Oder ich meine, klar, der Osten ist nochmal ein ganz anderes Thema. So. Mhm. Ich glaube, Deutschland als Ganzes nicht. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, dass es irgendwann so sein wird, auf jeden Fall. Dass wir nie jeden abholen werden, wird einfach immer der Fall sein. Es wird immer Menschen geben. Du musst auch gewisse Dinge nicht immer jedem erklären, finde ich. Also das ist so, wenn man das in so einem Erklärbär-Sendung mit der Maus mäßig. Das ist nicht meine Aufgabe. Hm. Ich sehe mich nicht berufen. Hm. Ich sehe mich selber nicht als Aktivist in irgendeiner Form. Ja. Ich mache die Dinge, von denen ich überzeugt bin. Ich reibe das Menschen nicht ins Gesicht. Und wenn Leute der Meinung sind, dass ich das tue, nur weil ich existiere und atme, dann geht das halt zu 100 Scheiß% auf die, nicht auf mich. Ich bin hier, weil ich das Recht dazu habe, zu existieren, wie jeder Mensch auch. Es ist mir auch wirklich scheißegal, was jeder mit seinem Leben, mit seinem Äußeren anfängt. Außer ich werde dafür bezahlt und es ist meine Verantwortung, dass es gut wird. Aber ja, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, jeder sollte sein Ding machen. Ja. Da hatte ich witzigerweise genau zu dem Thema mal einen Kommentar zu, wo ich ein Antwortvideo gemacht habe auf TikTok. Und eine Userin hatte kommentiert, deine Make-ups sind so wunderschön und so natürlich. Da kann sich einige Frauen was von abschneiden. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte halt so, das ist... wahrscheinlich als Kompliment gemeint, aber das ist auf die Gesamtgesellschaft und überhaupt das ungefähr schlechteste Kompliment, was man Das ist halt bewertend für die anderen Frauen. Also wir haben gestern auf der Party in Köln, Entschuldigung bitte, das ist wie so, wenn so ein Rockstar nicht weiß, in welcher Stadt er gerade ein Konzert hat. Oh Gott, ist mir auch passiert. Ja, dammit. Köln und Düsseldorf sind ich weiß, es ist so wie Mainz und Wiesbaden. Ja. Ich, ganz schön mehr Kulpa, ich entschuldige mich sehr. Die Entschuldigung geht an alle. Sie hat sich entschuldigt, bitte. So, pass auf. Wir waren ja gestern auf einer Party, wo so Societies wurden Prominente eingeladen, wie auch immer. Und mein Freund, der war auch mit der Roy, der sehr selten zu sowas geht, weil er einfach da keinen Bock drauf hat. Und dann sagte er sowas wie, Gott, hier gibt es mehr Plastik als im Ozean. Und wir fanden das total witzig. Das aber theoretisch ist es aber auch eine Bewertung irgendwie, weil es waren wahnsinnig viele operierte Menschen, operierte Nasen, operierte Brüste. Also es war extrem viel Fake. Aber letztendlich ist das ja die Entscheidung eines jeden selbst, was er mit seinem Körper macht, wie er sich anzieht, wie er sich schminkt, wie er aussieht. Ja. Und wir
ich glaube, das ist auch so ein deutsches Ding, wir bewerten halt super schnell. Und alles, was wir selber nicht machen würden, ne? Also ich würde mir jetzt nie die Brüste machen lassen oder so, aber trotzdem ertappe ich mich selber, wie ich Menschen bewerte und sage, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Aber das sieht in meiner Realität und in meiner Welt furchtbar aus. Dieser Mensch fühlt sich vielleicht selber, weil er sich halt größere Brüste hat machen lassen oder die Nase oder Lippen aufspritzen, findet er sich selber schön. Das ist ja eine andere Realität für denjenigen, ne? Und das ist schon dieses Bewerten von anderen Menschen. Und es gibt ja, also wer sagt denn, was Schönheit auch ist, ne? Ich meine, wir leben natürlich auch in einer Kultur, in der sehr wenig Empathie eine große Rolle spielt. Ich finde persönlich, es gibt eine sehr große Anzahl an Menschen, die keine Empathie aufbringen können, wenn etwas über die eigene Erfahrung hinausgeht. Mhm. Also im Sinne von, ich würde mir niemals die Brüste machen lassen. Also jede andere Person, die sich die Brüste machen lässt, muss offensichtlich ein signifikantes Problem mit dem eigenen Körper haben. Dass das aber einfach nicht der Fall sein muss, dass ich mich nicht schminke, weil ich mich hässlich finde oder mir die Haare wachsen lasse, weil ich gerne weiblicher oder irgendwas anderes sein möchte, als einfach die Person, die ich bin, mit Schminke im Gesicht und langen Haaren. Das geht über diesen Horizont einfach komplett hinaus. Naja. Also ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich bin aber keiner, der, wie soll ich denn sagen, dann so extrem lästern würde. Und dummerweise habe ich diesen Kommentar auch jemandem gestern gesagt, so, hey Mensch, hier gibt es ja mehr Plastik als im Ozean. Zu einer Frau, die offensichtlich sehr viel hat machen lassen. Ja. Aber sie hat es mit Humor genommen, das fand ich eigentlich ganz cool. Sie hat gelacht, gut, warum auch immer. Entweder hat sie es nicht verstanden oder sie sagt, ja, ist mir doch egal. Aber dieses, dass wir so bewerten. Und ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Art, mit dem Leben und mit Meinung anderer Menschen umzugehen. Wer ist denn dein Guru? Lass uns doch mal über deinen Guru sprechen. Vera F. Birkenbiel. Wer sie nicht kennt, das müsst ihr mal googeln. Diese Frau ist einfach, also wie soll ich denn das sagen? Der Hammer in Tüten. Ja. Ja. Die ist der Knaller, ne? Die ist der, ja. Die wird auch ganz oft immer in Social Media angezeigt, diese Frau. Weil ihre Videos natürlich ganz krass sind und sie erklärt quasi das Dasein des Menschen und die menschliche Psyche und der Unterschied zwischen Mann und Frau, erklärt sie einfach so auf den Punkt, dass das jeder versteht und jeder sagt, ja, macht total Sinn, so wie sie das erklärt. Sie hat halt auch schon vor Ewigkeiten, ich meine ja, sie redet über das Thema Mann und Frau, aber sie war auch mit einer der Ersten, die halt öffentlich gesagt hat, wenn du halt als Frau in einem männlichen Körper geboren wirst oder umgekehrt, dann das ist wissenschaftlich absolut begründbar. Das ist eine realistische Sache. Das ist keine Entscheidung. Ich meine, das ist natürlich Musik in meinen Ohren, wenn mir jemand sowas sagt. Keine Ahnung. Ich finde, sie spricht einfach für sich selbst. Und sie hat mir bei so vielen Dingen, was Thema Wahrnehmung betrifft, wirklich extrem geholfen. Ja. Weil wir haben gestern darüber geredet. Ich habe diese 15-Sekunden-Regel, wo ich sage, dass oder wo sie sagt, dass wenn mich eine Sache länger als 15 Sekunden beschäftigt, dann sind das meine inneren Themen, die unverarbeitet sind. Und daraus habe ich halt gemacht, dass ich niemandem so viel Macht über mich gebe, meine Themen zu triggern. Ja. Und wenn mich was mehr als 15 Sekunden aufregt, habe ich tatsächlich die Tendenz, das einfach vollkommen von mir wegzuschieben meine Themen in meiner Zeit zu behandeln. Also ihr müsst euch diese Frau unbedingt mal angucken. Könnt ihr googeln. Gibt's ganz, 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 ganz viele. Wir schreiben es auch noch mal hier unten rein, wie sie genau heißt, dass ihr das alles wisst. Jetzt lass uns mal über Haare sprechen. So, pass auf. Ich habe ja kurze Haare schon fast mein ganzes Leben. Außer als Teenager. Ich war als Teenager ein totaler Nerd mit langen Pudellocken und ich sah einfach ganz furchtbar aus. Und ich habe mich entschieden, okay, ich bin einfach kein Langhaarmädchen. Ich bin halt einfach, man nennt mich ja auch die deutsche Pink, so ein bisschen. Ne? Kurze Haare, immer rasiert, immer blondiert, immer andere Farben, was auch immer drin. Gibt es einen großen Fehler, den Menschen mit ihren Haaren immer wieder tun, den du feststellst als Friseur? Oder gibt es so einen Mythos, wo du sagst, das ist totaler Bullshit, dass das so erklärt wird und immer wieder erzählt wird? Oh Gott, jetzt habe ich eine Büchse aufgemacht, Herr Jäger. Gibt es einen? Gibt es einen? Ja. Oder was fällt dir so spontan ein? Ehrlich gesagt, es fängt schon mit der Benutzung von Shampoo an. Leute, die sich einen Riesenberg Shampoo auf die Hand nehmen und das viel hilft viel, so auf den Kopf klatschen,
Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt irgendwie... Man redet irgendwie nicht genug über Haare. Ja. Aber das so Ding ist ja, also mir hat noch nie Dinge. Einer richtig erklärt, wie man sich das Haar wäscht. Ist das so? Ja. Also, das ist mein Video gesehen. Doch, also jetzt schon. So, aber das Ding ist, bis ich, sag mal, 35 war, habe ich das auch so gemacht, ganz ehrlich. Weil die normalen Friseure mittlerweile, also mir ging es immer so, dass gar nicht richtig erklärt haben, wieso, weshalb, warum. Mein Friseur, der berät natürlich und sagt, okay, du hast blondierte Haare, du musst dich schon irgendwie ein bisschen pflegen und das kannst du machen zum Unterstützen und dass du das blond hältst und das kühle und dass es nicht gelb wird und so. Aber dieses, dass so einer, ich zum Beispiel, wenn ich Kunden habe, die einen verfilzten Hund haben, den erkläre ich, wie sie den Hund richtig pflegen. Gibt es vielleicht einfach keine richtige Kultur im Körperpflege? Oh. Witzigerweise, ich hatte meinen Ex-Freund, der hat sich nach dem Duschen nie den Rücken abgetrocknet, bis ich es ihm gesagt habe. Hat er schon Pilzkulturen auf dem Rücken? Nein. Aber, ja, ich meine, das war offensichtlich schon sauber, wenn es nass geworden ist. Aber das, vielleicht redet man einfach generell zu wenig über Hygiene. Über Körperhygiene und Körperpflege. Ja. Ja. Das kann sein, ja. Ich meine, wenn du einen konkreten Mythos haben möchtest, dann glaube ich, hält sich seit Otto Walkes legendärem Video dieser Satz, Haare müssen atmen, Haare müssen nicht atmen, weil Haare sind tot. Ja, genau. Guck mal, das weißt sogar ich. Das weißt sogar du. Gut, ich meine, für dich ist es ja jetzt kein White Stretch. Nee, aber so Haare müssen atmen. Was hat er denn damit gemeint? Ich habe gar keine Ahnung. Lieber Otto Walkes, falls du uns zuhörst, bitte erklär das mal, was du damit meinst. Ja. Also... dieses Thema Haare, Haarpflege wird ja in Social Media, weil du sagtest, es gibt ja schon einige Creator, die das machen. Ja. Und gefühlt erzählt ja auch jeder was anderes. Ne? So ein bisschen wie in meiner Branche. Der eine sagt, ja, kannst du einen Golden Retriever mit Unterwolle abscheren? Ich sage halt, nee, mach's nicht. Ist nicht so gut. Also, wenn du jetzt eine gegenteilige Meinung hast zu etwas, was immer kursiert und du sagst, nee, finde ich aber nicht. Und das ist halt so und so, weil das ist wissenschaftlich basiert und es ist ein ganz klarer Fakt. Da machst du dir ja auch nicht immer Freunde mit, ne? Nee, aber das... Ich meine, das ist ein interessantes Feld, was du jetzt aufgerissen hast und das ist das Thema Intention. Warum mache ich diesen Content? Mhm. Und wenn ich eine riesen Plattform habe... Mhm. Und diesen Content mache, weil ich Werbedeals habe, weil ich diese Plattform bediene, um mein Geld damit zu verdienen, glaube ich, ist der Grund, warum und wie ich diese Dinge vorstelle, ein etwas anderer, als wenn jemand hingeht und einfach sagt, naja, sinnvollerweise wird es halt so und so gemacht. Und dann widersprechen sich Dinge auf eine sehr natürliche Weise. Also das Ding ist, ich glaube, Influencer ist auch so ein bisschen Schimpfwort mittlerweile, ne? Ist es. Mhm. Ja. Deswegen bist du ja Herrfluencer. Ehrlich gesagt. Und ich bin Fellfluencer. Naja, also Ding ist ja, was glaubt man, ne? Also das ist immer so, was hältst du eigentlich von Produkten aus dem Drogeriemarkt? Mhm. Findest du gut? Meine Meinung ist, wenn du ein wirklich kleines Budget hast und du dir einfach kein Shampoo für 20 Euro leisten kannst, plus ein Conditioner für 20 Euro. Und 20 Euro ist ja gerade mal so das, wo ich sage, da fängt halt wirklich wirksame Qualität an. Dann musst du ja irgendwas machen. Und alles ist immer besser als nichts. Das wirst du wahrscheinlich auch so sehen. Wenn Leute ihre Tiere nur halb bürsten, ist das immer noch besser, als wenn sie es komplett sein lassen, oder? Das ist ein guter Ansatz, ja. Ich strebe natürlich nach den 100%. Natürlich, wir streben alle nach den 100%. Ja. Gibt es irgendwas für Haare, jetzt für lange Haare, was du empfiehlst, was jeder Mann mit langen Haaren und jede Frau mit langen Haaren unbedingt haben muss? Eine Bürste. Ist das nicht selbstverständlich? Nicht für jeden. leider nein. Conditioner und Bürste ist, glaube ich, das Mindeste, was du tun musst. Aber du hast doch jetzt nicht Menschen, die verfilzte Haare haben. Gibt es so? Echt jetzt? Ja. Ja, doch. Also es gibt Leute, die... Also zu mir, pass mal auf, zu mir sagen manche Menschen, ich habe jetzt meinen Hund 4 Wochen nicht gebürstet, weil ich ja weiß, dass wir zu dir gehen. Mhm.
Gibt es bei Menschen auch? Ich war schon selber zwei Wochen die Haare nicht mehr. Ich bin ja Kolorist. Ja. Das heißt, ich färbe den ganzen lieben langen Tag Haare und ich höre jedes Mal den Satz, oh, ich habe die jetzt heute nicht gewaschen, weil ich bin ja bei dir. Was auch vollkommen okay ist, wenn wir darüber reden, dass die Person vielleicht einen 48-Stunden Rhythmus hat. Aber ich musste tatsächlich schon mal einer Kundin sagen, dass das, was sie beschreibt, weit weg ist von ich habe mir jetzt mal die Haare nicht gewaschen. Okay. Weil ich bin bei dir. Was hältst du davon? Es gibt eine TikTokerin, ich finde die ganz süß eigentlich, aber die ist schon, wenn ich es mir angucke und was sie erzählt und was sie auch macht, die macht ganz viele Selbsttests. Die hat sich irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Wochen lang die Haare nicht gewaschen. Diese Blonde? Ja. Also das Ding ist, es wird ja immer wieder gesagt, so oft Haare waschen ist nicht gut. Ja. Fürs Haar. Das wird auch über die Haut gesagt. Mhm. Was sagst du dazu? Man sei ja eigentlich nur, weißt du, der Punkt ist der. Es gibt bestimmt irgendwo irgendeine Person, für die das funktioniert. Mhm. Meine Mutter ist zum Beispiel auch jemand, die schwört darauf, dass sie sich 4 Wochen die Haare nicht waschen kann. Oh, ich könnte das gar nicht. Ja, die hat halt so trockene Haare und so eine trockene Kopfhaut, das ist wirklich möglich. Ja. Aber wir fassen den ganzen Tag irgendwas an. Du fässt auch ganz oft deine Haare an. Ja, weil ich einfach voll liebe. Oft, ja, die sind ja auch super. Weil die sind einfach... Ja, genau. Also ich spiele ja auch mit meinen kurzen. Ich lasse mir gerade einen Fukuhila wachsen. Ich spiele auch voll damit. Aber das ist, aber dann wird ja aus so einem, es kann für einen funktionieren, ja so ein Ding wie so eine Grundregel. Ja, so auf Waschen ist ja, ja, aber es ist einfach ein Gesundheitsrisiko. Wenn du deine Haare halt selten wäschst, dann können Pilzinfektionen entstehen. Tatsächlich sammelt sich aller Scheiß in den Haaren und es tut mir leid, es ist einfach widerlich. Wenn ich mir vorstelle, meine Haare schwirren immer im Gesicht rum, ich fasse da rein, da sind Bakterien drin, da sind Pilzsporen drin und Gott weiß, was da alles drin ist, ist ein direktes Nein von mir. Wasch deine scheiß Haare. Punkt. Es tut mir leid. Klare Meinung. Ich wasche meine Haare jeden Tag, weil wenn ich mit einer Kurzhaarfrisur ins Bett gehe, weißt du, wie ich morgens aufwache? Ist ja aus wie eine Klobürste auf dem Kopf. So, und dann, also ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn ich keine Zeit habe oder rumgetrödelt habe, setze ich mir ein Basecap auf. Ja. Für einen Tag, wo ich sage, okay, schaffen wir noch einen Tag. Ne? So. Aber ich könnte mir das mit kurzen Haaren, geht das? Und ich habe ja auch so viel Produkt und so im Haar, weißt du, wenn du dann mitgehst und Haarspray und Gedöns. Voll. Mir kann doch keiner sagen, dass die Leute sich damit wohlfühlen. Tut mir leid. Also, wenn ich halt meine Haare wasche, einmal die Woche, weil irgendjemand gesagt hat, es ist das Beste, wenn du dir einmal die Woche die Haare wäschst, damit meine Haare 2 Tage gut aussehen und ich dann halt einen Zopf trage, weil es einfach nicht anders geht. Ja. Das ist übrigens der Grund auch, warum ich kurze Haare habe, weil ich meine Haare, als ich sie noch lange hatte, immer zum Zopf getragen habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, dann hat es aber auch keinen Sinn, lange Haare zu haben, wenn ich nur einen Zopf mache, ne? Lass uns mal, und das haben unsere beiden Branchen, also Friseur- und Hundefriseurbranche, gemeinsam über Preise sprechen. Oh, sehr gerne. So, also aus meiner Branche, jetzt geht's los. Ist eins meiner Lieblingsthemen übrigens. Bei Hundefriseuren ist es so, der Hundefriseur ist kein Ausbildungsberuf. Das heißt, es kann jeder sich eine Schermaschine, eine Scher holen und sagen, ich bin Hundefriseur. So. Und dann gibt es Preisunterschiede in unserer Branche. Es gibt Hundefriseure, die tatsächlich einen Hund für 25 Euro, ich sag jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, frisieren. Das ist für mich kein Frisieren, keine Frisur. Ja. Und dann gibt es eben Menschen, wie ich zum Beispiel, ich nehme für einen kleinen Hund, geht es bei mir ab 100 Euro los. Für die ganz großen Hunde geht es nachher 200, 250 Euro. Das ist ja in der Friseurbranche ähnlich. Ja. Also wenn ich überlege, dass es Friseure gibt, die einen Haarschnitt für 30 Euro anbieten oder sogar noch günstiger, glaube ich, geht's, ne? Was ist denn das Problem? Also warum hat die Friseurbranche so riesen Unterschiede? Das ist doch ein Ausbildungsberuf. Das heißt, theoretisch müsste doch jeder gleich ausgebildet werden. Es gibt doch Standards. Ja, das ist das gleiche Problem wie bei euch. Also nur weil jemand 3 Jahre irgendwo nett gelächelt hat und Haare gewaschen hat, heißt das nicht, dass wir hier von einer qualifizierten Fachkraft reden. Ja. Und diese Leute müssen halt auch irgendwo arbeiten und auch irgendwas tun. Und ich denke, dass in so einem Fall,
ich möchte jetzt niemanden irgendwie despektierlich niederreden, aber in so einem Fall ist der Preis auch für die gelieferte Qualität angemessen. Ob das jetzt wirtschaftlich für den Ladeninhaber, die Ladeninhaberin ist, ist ein ganz anderes Thema. Was diese Leute an Gehältern bekommen, ist ein ganz anderes Thema. Ob das legal möglich ist, mit Steuern zu bezahlen, auch das ist ein ganz anderes Thema. Das ist das Problem bei uns ja auch. Ich sage ja, also ich diskutiere ungern über meine Preise, aber wenn es mal Menschen gibt, die es nicht so ganz verstehen, warum das in Anführungsstrichen so teuer, teuer ist ja das Wort, nicht für die. Dann sage ich immer, okay, ich gebe ja 50% schon ans Finanzamt ab mit Umsatzsteuern, Einkommenssteuern, mindestens 50%. Und dann bleibt ja von einem 100 Euro kleinen Hund 50 Euro übrig, wo ich dann Versicherung, Miete etc. pp. Bezahle. Sind die Deutschen da einfach zu knausrig? Legen die eine falsche Priorität? Also ich meine, die haben alle die fetten, neuesten Autos. Das ist ja das Lieblingsspielzeug des Deutschen. Ein dickes, schönes Auto, schön finanziert. Und dann aber zu einem Friseur sagen, nee, das ist mir aber zu teuer für deine Arbeit, die du da machst. 2-3 Stunden an meinem Kopf. Aber weißt du, was wirklich typisch deutsch ist? Die teuerste Kaffeemaschine und der billigste Kaffee. Ja. Das ist typisch deutsch. Ja. Ja, die fahren das teuerste Auto. Und haben den billigsten Haarschnitt. Das ist der Wahrheit. Aber ich meine, in Deutschland gibt es ja diese Geizkultur tatsächlich. Geiz ist geil, ne? Wer war das? Mediamarkt hat damals Werbung damit gemacht, ne? Ja. Geiz ist geil. Ja, Geiz ist nicht geil. Ich glaube, dass genau wie bei Lebensmitteln in anderen Ländern vollkommen klar ist, dass man dafür für Qualität Geld auf den Tisch legt. Und in Deutschland hat irgendwann mal jemand gesagt, das ist nicht so. Das gibt es auch in billig. Deshalb wollen wir jetzt alle billig. Deutschland ist übrigens eines der Länder, wo die Lebensmittel am günstigsten sind in Europa. Geh mal in Dänemark einkaufen, Lebensmittel. Ja. Also da fällt dir nichts mehr ein. Ich glaube, in Dänemark würde ich einfach Rasenkante essen. Da gibt es schöne Parks. Da kriegt man auf jeden Fall Rasen her. Also Also letztendlich sind unsere beiden Kundenkreise, ne, ob das jetzt Hundebesitzer sind oder Menschen, die zum Friseur gehen, die müssen einfach ein bisschen mehr über das Thema Dienstleistungen und Steuern und was derjenige da macht, nachdenken. Ich denke, was da auch mit rein spricht, ist dieses Thema, was ich eben gesagt habe. Die Leute können keine Empathie empfinden über die eigene Erfahrung hinaus. So, und weil sie nicht sich vorstellen können, dass jemand wirklich für einen Mindestlohn arbeitet und ihnen die Haare macht und die Dienstleistung das kostet, was die halt kostet, bedeutet zum Beispiel, ein Haarschnitt bei Sassoon liegt irgendwo zwischen 90 und 130 Euro. Und die denken, wir nehmen uns diese 90 Euro, eine Ansatzfarbe, eine stinknormale Ansatzfarbe kostet bei mir 105 Euro als Expert Colorist. Das heißt, es wird auch noch mehr kosten, je weiter ich befördert werde in dem System. Die denken, ich bekomme dieses Geld. Steckst du dir direkt in die Tasche? Abends aus der Kasse nimmst du dir das raus. Ja. Ich sehe dieses Geld nicht. Ich bekomme mein Gehalt. Ja. Und alles, was letzten Endes auf meinem Konto landet, am Ende des Monats, muss irgendjemand durch die Tür in diesen Laden tragen, damit das ausgeschüttet werden kann. Es gibt ja auch so Lohnnebenkosten und so, das ist den Leuten, glaube ich, auch nicht klar. Ja, und dieser Punkt, dass wir Steuern bezahlen, wir machen jede Menge Abgaben, die Idioten, die noch in der Kirche sind, bezahlen Kirchensteuer. Ist das Kirchenbashing, was du hier machst? Das ist definitiv Kirchenbashing. Kirche. Auch Religion finde ich ein hartes Thema, lass uns das überspringen. Ja, du hast absolut recht. Und das ist also in Amerika zum Beispiel ist es so, und das finde ich total geil. Wie galant du dich da drum herum gewonnen hast. Super, ne? Ja. Weil wenn ich einfach mit Kirche anfange, glaub mir, das wird nichts mehr. Ja. In Amerika ist es so, dass die Hundebesitzer alle 4 bis 6 Wochen zum Hundefriseur, zum Groomer gehen. Und die bezahlen richtig Geld dort. Und dann denke ich mir so, wenn sich jemand ein Tier anschafft, dann muss der auch, und das Gespräch hatten wir ja schon mal, du hast ja gesagt, ja, wenn du dir jetzt einen Hund an, du liebst Hunde, wenn ich du dir einen Hund anschaffen würdest, ist dir auch klar, dass der regelmäßig zum Friseur muss und dass das auch richtig gut Geld kostet bei einem guten Friseur und dass du gar nicht bereit bist, das zu bezahlen, weil du deine Prioritäten einfach anders setzt. Und das finde ich geil, weil wenn ich Menschen habe bei mir, die mit einem Hund ankommen, der total verwahrlost ist und sagt, ihr müsst öfter kommen, ihr müsst mehr machen, dann sagen, ja, aber das ist so teuer. Ja, dann sind die Prioritäten einfach falsch, ne? Weißt du, die Leute, die sagen, es ist teuer, haben die sich diesen Hund angeschafft,
die kosten Geld. Dafür haben die schon mal Geld auf den Tisch gelegt. Die haben auf jeden Fall ein iPhone. Kannst du mir erzählen, was du willst? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Auch die KundInnen, die bei mir sitzen, ja, und sagen, oh, das kostet so viel Geld, die sitzen da super, super selten in Secondhand-Klamotten, weil sie sich nichts anderes leisten können. Ja. Ich meine, ja, ich habe natürlich auch die Leute, die sich halt das Geld zusammensparen, wirklich, weil die einfach Bock auf die Qualität haben. Aber Bottomline ist doch wirklich, wenn du denkst, es ist zu teuer und du die Qualität nicht siehst, die dir geboten wird. Manche Leute würden Qualität nicht erkennen, wäre Qualität eine Person und würde mit dem nackten Gesäß auf deren Gesicht sitzen. Ja, dann sehen die halt aus wie eine Klobürste, ne? Nein, dann ist es einfach nicht für die. Manche Leute sind nicht für Qualität gemacht. Es ist einfach so. Oh, das ist auch eine interessante Sichtweise, finde ich. Wollen wir über das Thema Barbershops sprechen? ist auch ein schwieriges Thema. Haben wir das? Ja, ich glaube, Barbershops können wir da echt richtig gut abkürzen. Ja. Ich meine, das ist ja so ein Ding, genau wie mit den günstig FriseurInnen. Das fällt halt alles in das gleiche Thema. Ich habe halt eine klassische 3-jährige Ausbildung gemacht. Ich habe eine Prüfung abgelegt bei der Handwerkskammer. Ich hatte innerbetrieblich eine Ausbildungsstruktur, an die wir uns halten mussten, weil es halt ein Franchise war und so weiter. Es wurden gewisse Standards vorausgesetzt, mit dem Ziel, dass man halt nachher auf einer sehr hohen fachlichen Ebene auch arbeiten kann. Das kann und wird nicht jeder leisten. Es ist einfach so. Es wird... Aber Barbershops, das ist ja das Thema, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das habe ich mit meinem Friseur letztens besprochen, dass die gar keine, weil die meistens keinen Meister haben, Friseurmeister, gar keine Haare schneiden dürfen. Das wusste ich gar nicht. Aber ganz viele Barbershops schneiden Haare. Du musst nur einen Meister einstellen in dem Laden und auch, glaube ich, nur irgendwie Teilzeit oder auf dem Papier und du brauchst als Friseurin auch keine Ausbildung. Echt? Mm-mm. Ach komm. Es ist wirklich so, du brauchst den Lappen nicht, du brauchst keinen Gesellenbrief. Du darfst dich nicht selbstständig machen. Ja. Du darfst dich dann natürlich auch nicht Geselle nennen. Ja. Aber wenn du 10 Jahre Berufserfahrung hast, darfst du zum Beispiel auch ohne Ausbildung einen Meister machen. Ach komm. Mhm. Das ist interessant. Ja. Also das ist schon diese Friseurbranche. Ich finde das, also wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Es gibt ein paar Unterschiede in unseren Branchen, aber ich glaube, dieses Preis-Ding ist das Größte. Hast du Probleme mit Respektlosigkeit in deinem Beruf? Erfährst du sowas? Wenig. Von KollegInnen vielleicht mehr als von KundInnen. Mhm. Ja, ich meine, man verbringt sehr viel Zeit miteinander irgendwann mal. Hat jeder mal einen schlechten Moment, aber... Und dann kommt's raus, das mache ich. Ach ja, nee, keine Ahnung, dann sagt man einfach irgendwas, was einem schon lange im Kopf rumschwirrt und dann ist das auch gesagt. Respektlosigkeit eher nicht, aber ich meine, ich arbeite ja auch in diesem Laden in einer Verantwortungsposition und das bringt irgendwie so ein bisschen Autorität mit sich, würde ich sagen. Ja. Und es sind nur 2 Koloristen. Okay. In diesem Laden. Okay. Also die Alternative ist halt dann zu jemand anderem zu gehen, den ich ausgebildet habe, der seit, ich glaube, einem Jahr jetzt ausgebildet ist, der einen wirklich tollen Job macht. Aber wenn du dann halt jemanden willst, der halt sehr, sehr viel Erfahrung hat und einfach zum Beispiel sehr ängstlich bist oder so, dann reißt du dich halt zusammen. Mhm. Ja, nee. Ich denke auch, dass ich tatsächlich dann doch auf der Arbeit eine sehr natürliche Autorität gegenüber KundInnen habe, weil ich einfach seit 10 Jahren in dem Game bin, keine Spielchen spiele, keinen Platz für Ego habe und so weiter. Und also Respektlosigkeit. Ah, das ist schön. Das ist super schön. Dann einfach sehr viel an mir ab. Du hast mir heute Morgen erzählt, du wolltest eigentlich gar kein Friseur werden. Nee, ich habe das gemacht, weil ich Musik studieren wollte. Das liegt auch sehr nah beieinander, finde ich. Voll. Quasi der gleiche Job. Mhm. Aber ich habe
Du bist ja Singer-Songwriter auch, ne? Das bin ich auch, aber ich habe nach der 12. die Schule abgebrochen. Ich auch. In der 13. sogar. Kurz vor den Abiturprüfungen habe ich gesagt, macht euren Bums hier alleine, keinen Bock auf die Scheiße, ja. Ich gehe. Ich wurde ja zum Abi nicht zugelassen, weil ich in Sport 0 Punkte hatte. Ja, sehr gut. Und mir war nicht klar, dass man, wenn man in einem Fach 0 Punkte hat, ich komme ja aus dem Osten, das heißt, wir hatten ja nur 12 Jahre bis zum Abi, dass man dann nicht zum Abitur zugelassen wird. Und ich bin nicht in den Sportunterricht gegangen, weil wir so einen Fummler als Sportlehrer hatten. Oh Gott. Also so ein, wirklich so ein Grabscher, so ein Fummler. Und irgendwie gefühlt, alle wussten es, keiner hat was gemacht. Und das war so mein stiller Protest, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht in den Sport. Weißt du, wenn ich in einer Umkleide bin, möchte ich nicht, dass der permanent reinkommt, wenn ich in Unterwäsche dastehe. Und dann bin ich nicht zum Abi zugelassen worden. Also es war ja... Das war so traurig für mich, da war ich geschockt so ein bisschen. Das war die DDR, ne? Es gab ja wahrscheinlich... Ja, das war nach der DDR natürlich, aber das war so... natürlich, diese Strukturen sind ja noch nicht aufgebrochen gewesen so schnell. Ja. Aber ich empfand das als mega unangenehm und deswegen bin ich nicht zum Abi zugelassen worden. Und da habe ich gesagt, naja, drauf geschissen. So. Ja. Und sieh uns an, wo wir heute sind. Auf TikTok voll berühmt. Du, mehr als ich. Ne, das wird noch bei dir, das wird noch. So, ach, pass auf, und dann Singer-Song, also Musik war eigentlich so deine erste Leidenschaft. Ja, richtig, aber das war halt auch so ein Teenager-Traum irgendwie. Ja. Und irgendwann mal habe ich dann halt gesagt, ich musste mal was Handfestes machen. Es passiert einfach nicht für mich. Ich wollte dann aber Musik studieren und dann brauchte ich halt eine Berufsausbildung oder ein halbjährliches Praktikum, damit mein Fachabitur anerkannt wird, dass ich an die Musikhochschule komme. Und dann, als ich fertig war, habe ich mir gedacht, weißt du, eigentlich bist du gar nicht so schlecht als Friseur. Mach das doch mal. Mhm. Und so jetzt studieren oder Geld verdienen. Mhm. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ich mag schon Essen kaufen. Ja. Ja, das ist schon echt gut. Wie viel Geld gibst du für Make-up aus? Doch so viel? Ja, wirklich. Aber ich liebe es auch einfach. Weißt du, wenn ich auf TikTok sehe, dass irgendwie irgendwas Neues rauskommt, ich will das probieren. Du lässt dich so voll influenzen dann, ne? Aber sowas von. Ja. Du bist so der Traum für jeden Make-up-Influencer. Ja. Ja. Er hat es heute Morgen bei mir auch versucht. Du hast mir heute Morgen ein Produkt gezeigt und hast gesagt, ey Franzi, das brauchst du. Wenn du Geld ausgibst, ja. Das brauchst du. Ja. Was war das für ein Das Produkt? War das Beauty Water von Caudalie. Das ist eigentlich ein Pflegeprodukt. Ja. Aber man kann das selbst. Siehst du, und weil du mir das heute Morgen gezeigt hast und mir das so geil, ich kaufe mir das auf jeden Fall. Ja, probier das auf jeden Fall, du wirst es nicht bereuen. Ja. Du bist ja in einer, also das muss ich unseren Zuhörern und Zuschauern ganz kurz erzählen. Du bist irgendwie gefühlt mit 20 Kilo Make-up angereist und du hast eine Pinselkollektion, wo ich ja echt heute Morgen mit offenem Mund da stand und gesagt habe, what the beep? Ja. Das ist ja der Hammer. Aber ich meine, guck mal. Das ist ja dein Leben auch, ne? Ja, ich bin Handwerker. Ja, ich auch. Natürlich werde ich mich darum kümmern, dass wenn ich irgendwas mache, was halt Handwerk beinhaltet, das richtige Werkzeug am Mann habe. Ja, ja, finde ich das super. Das ist halt das Ding. Warum machst denn du nicht noch Make-up-Stylisten? Kein Bock. Oh, guck mal, wie ehrlich. Ich finde das super. Einfach kein Bock. Ich hab nur eine begrenzte Zeit. Ja. Das sind meistens 7 Tage die Woche. Ja. Kann auch mal einer weniger sein, wenn ich einfach durchschlafe. Ich habe keinen Bock, mich damit noch zu beschäftigen zusätzlich. Weil ja, ich glaube, das würde total gut zu dir passen, finde ich. Ja, ich denke auch, dass ich das wirklich gut kann. Ich bin mit null Talent in die Haarbranche gegangen und habe es geschafft, ein anständiger Kolorist zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das genug betonen kann, aber das ist... Ja. Eigentlich nicht möglich, mit so wenig Talent so viel daraus zu holen. Ja, aber das ist wie bei mir, weißt du? Ich kann ja theoretisch auch nichts und meine Hunde sehen super aus. Guck mal. Siehst du? Ja, und so ist es auch. Meine Hunde sehen auch super aus. Aber zum Thema Hunde, ich habe ja eigentlich noch eine Frage an dich. Aber das ist mein Podcast, weißt du schon, ne? Ja, deshalb muss ich dich fragen, okay. Weil nur so for future reference sozusagen. Ja. Mhm. Also du bist Gründerin der Marke Feingemacht. Ja. Und des Franchises. Ja. Und du hast quasi alleine die absolut beste Hundepflegemarke auf der Welt, wenn nicht sogar darüber hinaus, rausgebracht. Ja, kann man so sagen. Und du bist darüber hinaus noch die bekannteste und beliebteste Hundefriseurin Deutschlands.
Oh, mit dem beliebtesten weiß ich nicht so richtig, würde ich nicht unterschreiben. Okay. Also in der Branche wahrscheinlich nicht. Aber meine Frage ist eigentlich, möchtest du, dass andere FriseurInnen dich Daddy nennen? Das wäre schon geil. Schon ein bisschen, oder? Total. Das ist mir eingefallen, als ich unter der Dusche war. Jemand wie du müsste eigentlich Daddy-Status haben. Ja, geil. Woran glaubst du, liegt das, dass du keinen Daddy-Status hast? Ach, weil ich mich selber nicht so auf so ein Podest stelle. Falsch, du hast einen Daddy-Status. Echt? Ja, so? Ich glaube, dass... Kriege ich auch so eine Goldkette, wo Daddy draufsteht? Du bist die Goldkette. Oh, okay. Oh, warte, kannst du es nochmal... Oh, das werde ich mir im Loop angucken, diese auf Sequenz. Jeden Fall. Aber... Okay. Ja. Sehr schön. Findest du das echt so? Ich sehe das ja selber gar nicht so. Also das Ding ist, wenn man so drin ist in diesem... ich bin schon sehr stolz auf das, was ich so geleistet habe und ich bin ja Deutschlands bekannteste Hundefriseurin und ganz viele Menschen, egal auf Social Media Plattformen, fragen mich immer wieder, Mensch, ich habe ein Problem mit meinem Hund und da und dies und das. Und es sind so wenige Hundefriseure oder Friseurinnen eigentlich in erster Linie, weil Frauen diese Stutenbissigkeit, glaube ich, extrem mehr haben als Männer. Und wo kommt es her? Vom Östrogen. Ich würde sagen, das Patriarchat, aber ich glaube, wir sind beide nah dran. Ach ja, ist aber auch ein schönes Thema, ne? Mhm. Das Patriarchat. Gibt es auch eine geile TikTokerin, Josie heißt die. Kennst du die? Der musst du folgen, Josie. Der folge ich und ich folge mega auch geile Sachen macht die. Wie heißt die süße Maus denn nochmal? Irgendwas Löwenherz, Leonie Löwenherz, eine Blonde. Ja. Mega geil. Ja, schön. Für eine Frau. Und das ist so schön mit dieser Plattform TikTok. Dass man einfach sich hinsetzen kann und kann seine Meinung so klar sagen und kann aber auch auf Kommentare reagieren, die jemand anders macht und das so ein Duett machen oder so. Und das finde ich ganz cool. Mhm. Ich meine, Social Media ist immer Fluch und Segen, ne? aber es bedient ja auch etwas, ne? Und das ist so diese Sehnsucht von Menschen, etwas zu sehen, was sie vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht kennen oder auch schon wissen. Klar, vieles ist auch Nonsense und Comedy. Ja. Mhm. Ich verpacke ja auch bei Hund, Katze, Maus sehr viele Pflegethemen als Comedy und wo dann auch Leute sagen, das ist viel zu viel Klamauk und muss das so lustig sein. Und ja, es muss so lustig sein, weil dann hören die Leute auch zu und bleiben dran. Weißt du, also ich habe ja auch die schrillsten Perücken auf. Also meine Redakteurin, die ist ja total durchgeknallt, die Marlene, die steckt mich dann im Freddie Mercury-Kostüm oder Marie Antoinette oder weiß der Geier. Ich liebe es. Und dann bleiben die Leute dran, weil es so ein bisschen ist es wie so ein Autounfall, kannst halt nicht weggucken, weißt du? Und dann lernst du auch noch was dabei. Das finde ich total geil. Ist meistens weniger blutig. Ja. Ja. Normalerweise, lieber Dominik, mache ich ja immer ein Quiz mit meinen Leuten, mit meinen Gästen, ein Hundequiz. Mhm. Und dann können sie 150 Euro für eine gemeinnützige Organisation erspielen. Ich würde sagen, ich gebe dir einfach direkt die 150 Euro. Ich habe keinen Bock auf Quiz heute. Okay. Lass uns noch ein bisschen über Haare sprechen. Nein, wir klären erstmal. Dass ich die Fragen nicht beantworte. Nein, ich helfe ja immer. Also jeder beantwortet alles richtig. Ich helfe ja immer und ich finde einfach, lass uns noch ganz kurz über Haare quatschen. Aber für wen möchtest du denn die 150 Euro spenden? Ich möchte meine 150 Euro gerne an die Tiertafel in Düsseldorf spenden. Das finde ich eine super Idee. Ja. Ja, finde ich ganz gut. Die geben tatsächlich TierhalterInnen Tierfutter. Tatsächlich bis zu 4 Wochen Ration bis zur nächsten Ausgabe für Leute, die halt ein Tier haben wollen, aber sich das eigentlich nicht leisten können oder nicht mehr leisten können. Ja. Und ich halte das wirklich für sehr, sehr wichtig. Ja. Weil die Tafeln natürlich die Menschen versorgen, aber ich wusste das auch bis vor kurzem nicht, dass es auch Tiertafeln gibt, die auch quasi die Tiere unterstützen. Ich war auch gestern Jahre alt, aber ich finde es so wertvoll. Ja. Hätte ja auch wirklich sehr gerne selber einen Hund. Das können wir noch ansprechen. Ja. Der Dominik hat mir gestern was ganz Interessantes erzählt, und zwar, dass du jemanden suchst, der sich mit dir in Düsseldorf einen Hund teilt, also quasi Dogsharing macht. Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Das finde ich total spannend. Weil ich schon mal Dogsharing gemacht habe, als ich in Köln gewohnt habe, hatte ich eine sehr süße ältere Lady, die mir halt meinen Hund abgenommen hat, während ich gearbeitet habe. Und die dann rausgekommen ist, sich mit was beschäftigt hat. Und ich hatte dann meinen Hund abends bei mir und das war wirklich ein sehr bereicherndes Konzept. Und ich kann mir vorstellen, dass halt viele Menschen Hunde hätten, wäre der Arbeitsmarkt nicht so, wie er ist. Das finde ich total super, weil
dadurch ist ja sichergestellt, dass der Hund wirklich eine tolle Betreuung hat, dass immer jemand da ist für ihn. Und das finde ich gut. Was für eine Rasse hättest du gern? Ja. Aha. Hund. Willst du nicht über Rassen sprechen, oder was? Hast du Angst, das ist meine Antwort, also, oder was? Allerliebsten hätte ich natürlich einen Cavapoo, weil die einfach süß und flauschig und klein sind. Aber ehrlich gesagt, mir ist das scheißegal. Ich meine, ich werde keinen Hund von ZüchterInnen holen. Mhm. Das Super. Ist für mich ein absolutes No-Go. Ich glaube, der absolute Albtraum für mich persönlich wäre, nach Holland zu fahren oder nach Belgien und so ein armes Tierwesen auf dem Markt zu kaufen. Für 350 Euro. Ja, richtig. Mm, das genau. Chibi. Super. Nicht. Also, ihr Lieben, falls ihr das hört, ihr in Düsseldorf wohnt und gerne mit dem Dominik ein Dog-Sharing machen wollt, bitte. Das finde ich super. Das finde ich eine super Idee. Überall erreichbar. So, und wenn du an dieses Projekt gehst, dann sag mir bitte Bescheid, dann müssen wir mit Hund, Katze, Maus das natürlich begleiten. Ne? Ist klar. Ja. So, mein Lieber, abschließend willst du noch für irgendein Produkt Werbung machen? Möchtest du noch irgendwas kennen wir uns sagen? Keine Produktwerbung. Nee? Wie heißt denn der Laden, wo du arbeitest? Sassoon. In Düsseldorf? Ja. So. Da bin ich. So, könnt ihr alle zum Dominik gehen. Der macht das bestimmt super. Weißt du nicht. Du hast da was hingestellt. Ja, stimmt. So, deine Geschenke. Okay, pass auf. Ich komme ja aus Düsseldorf. Und Düsseldorf ist ja überregional für zwei Dinge bekannt. Das ist einmal unsere Champagnergesellschaft. Das ist ein Cremant. Cremant ist Champagner für Leute, die wissen, was sie trinken. Und den möchte ich dir sehr gerne überreichen. Und wir sind noch für etwas anderes bekannt. Und das ist unsere große, Europas größte asiatische Community. Ja, da echt? Ich Düsseldorf? Das ist die Asia-Hauptstadt. Da ich dir aber leider kein Sushi mitbringen konnte aus Düsseldorf, ja, ein habe ich dir gewesen, ne? Eine Dose Kimchi mitgebracht. Oh, danke schön. Ach, guck mal hier. Wie süß. Dein Geschenk gebe ich dir auch gleich. Ha. Noch in meiner Dose. Das war total schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, wir wären auch Freunde. Weil das irgendwie das cool. Ich fand auch diese Party mit dir gestern einfach toll. Weil lass du hast so einen schönen Humor. Ja, lass uns Freunde sein. So TikTok-Freunde auf jeden Fall. Ich finde es auch geil, du kommentierst immer unter meinen Videos. Ja, natürlich. Ja, finde ich auch gut. Aber weißt du, ich meine, wir sind ja jetzt echte Freunde. Ja, voll. Waren wir TikTok-Freunde. Jeder Kommentar hilft. Ja, siehst du? So machen Jeder wir das. Jeder Kommentar hilft. Also hiermit verspreche ich dir hoch und heilig, ich werde jedes deiner Videos kommentieren. Ja. Ja, super. Ich möchte dir das auch gerne versprechen. Zumindest jedes zweite. Ich muss sagen. Also ich habe gesagt, jedes Video. Ja, du sagst jedes dein zweite. Also, das muss ich mir nochmal. Also Handy, Dominik, Tumen direkt. Okay. Nein, lieber Dominik, es war ganz toll, dass du hier warst, dass du diesen Podcast mitgemacht hast. Ich werde natürlich jedes Video kommentieren, okay? So sieht's aus. Versprochen. Und alle, die bei TikTok sind, bitte dem Dominik Tumen folgen und gerne jedes Video liken und kommentieren, weil das Ding ist, gerade für Menschen, die das so machen wie wir, also die nicht Geld damit verdienen, Sachen zu promoten oder hilft das natürlich. Ne? Und man freut sich natürlich über jeden Follower und über jeden Menschen, der sagt, oh cool, vielen Dank für deine Tipps. So, wir trinken jetzt noch ein stilles Wasser. Ein wildes Wasser. Ein wildes Wasser. Und ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So.